Während Maria und Josef ihren neugeborenen Sohn in den Armen hielten, saßen einige Hirten auf einem Feld, nicht weit von Bethlehem entfernt. Sie hatten ihre Schafherde von den Weiden getrieben und rasteten nun unter dem freien Sternenhimmel. Ein warmes Feuer brannte in der Mitte, und während sie ihr Abendessen aßen und sich unterhielten, hörte man immer wieder eine Ziege meckern und ein Schaf blöken. Aaron, der älteste der Hirten, begann aus einem Stück Holz eine Flöte zu schnitzen, als ihn plötzlich etwas aufschauen ließ. Ein helles Licht am Himmel, das immer größer und größer wurde. Und es schien näher zu kommen. Was war das bloß? Aaron räusperte sich laut und zeigte dann mit dem Finger auf den Ball aus Licht, der auf sie zuzuschweben schien. Ängstlich sprangen die Hirten auf und wichen einige Schritte zurück. Nur Aaron blieb sitzen und betrachtete ruhig das seltsame Licht. Anders als seine Freunde verspürte er keine Angst, sondern nur eine wohlige Wärme tief in seinem Inneren. Und als das Licht eine Form bekam und eine engelsgleiche Gestalt annahm, lächelte Aaron. Der Engel lächelte sanft zurück und sprach dann mit einer glockenhellen Stimme: Fürchtet euch nicht, liebe Hirten, denn ich verkünde euch eine große Freude. Heute wurde in Bethlehem ein ganz besonderes Kind geboren, das den Menschen Liebe und Frieden bringen wird. Ihr werdet das Kind in Windeln gewickelt in einer Krippe liegen finden. Sprachlos schauten die Hirten, als nun ein Chor aus Engeln am Himmel erschien und Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden den Menschen auf Erden sang. Dann wurde es wieder dunkel und die Engel waren verschwunden und die Hirten schauten sich tief bewegt an.